Hallo und herzlich willkommen zurück zu NASCAR Heat 4. Wir befinden uns jetzt im Rennen Nummer 6. Im Gesamtklassement sind wir leider noch immer auf Platz 36 mit unserem eigenen Rennstall Steel Force Racing. Und mal sehen, wie es unserem Alex McSteel heute ergehen wird. Heute steht der Martinsville Speedway am Programm. Das ist meines Wissens nach ein Short Track. Das passende Auto dazu haben wir. Ich hoffe, dass es heute ein bisschen besser für uns laufen wird. Im Qualifying ist es dann Platz Nummer 40 geworden. Gar nicht mal so gut. Also fast wie gewohnt wieder mal das Schlusslicht. We're live from Martinsville Speedway for the STP 500. Now Martinsville is known as the paperclip due to its unique shape. This historic track is the shortest in NASCAR and the venue is overflowing with fans excited to see our first short track race of the year. We're going green. Almost ready now. Green's out now. Let's go. So und los geht's. 35 Runden gibt's zu bewältigen. Wir werden hier mal schauen, ob es etwas bringt, hier auch im Windschatten zu fahren. Wir haben da nicht solche extremen Geschwindigkeiten. Also es läuft da etwas ruppig, merke ich. Also wer NASCAR kennt, weiß, bei den Short Tracks wird ja hier und da etwas gerumpelt. Runde 1 bewältigt noch immer auf Platz 39. Dafür gewinnen wir etwas Luft nach hinten, wie es ausschaut. Runde 3 noch immer nicht verbessert. Schauen wir mal, wie es außen aussieht, ob wir mehr Grip haben. Aber Kurvenausgang hat hier nicht viel geholfen. Ich glaube, das war nicht schlau, Mr. McSteel. Bleiben da eher innen, glaube ich. Aber es war ein kleiner Bump and Run. Kommen wir da vorbei? Schaut nicht danach aus. Doch jetzt. Und hinter uns kommen die Führenden durch. Also das läuft heute ja mal noch schlechter als sonst. Ja, sehr gut gemacht, Mr. McSteel. An die Wand. 10 Runden vorbei und bis jetzt nur Fäkalien gebaut. Jetzt haben wir, ich glaube es war da Kevin Harvick blockiert. Da ist der Harvick. Das sollte der zweite sein. Eieieiei. Also das Auto wird jetzt schon etwas instabil. Also Wahnsinn, wie die Führenden da durchpflügen. Also da merken wir wirklich, dass die Autos um einiges ausgereifter sind als unser selbstgebasteltes Vehikel. Und jetzt auf Platz 37, jetzt wieder 38. Also es macht hier nicht viel Unterschied, also es sollte der Busch sein, der gerade vorbeifährt. Es macht nicht viel Unterschied, ob wir außen oder innen unterwegs sind. Zumindest nicht in unserem Fall bis jetzt. Also unangenehme Situation da hinten, so weit hinten zu fahren und die Führenden zu blockieren. Aber noch leistet unser Auto einfach nicht mehr. Und auch meine Fahrkünste lassen noch sehr zu wünschen übrig. Ist ja meine erste Saison. Ich fahre auch keine Rennen dazwischen, also alles was ihr seht, ist auch für mich das erste Mal und auch das erste Mal die Strecke bei NASCAR Heat 4. Still
looking inside now. 20 laps to go. Stay high up there. So, und jetzt sind wir tatsächlich eine Position weiter. Sind jetzt auf 36, richtig schlecht, aber verbessert. Ah, ich versuche da eh so sachte zu bremsen, aber es ist nicht so einfach, wie es vielleicht wirkt. Eieiei, da kommen wir weit raus wieder. Lugano links von uns, also da sieht man, wie Dampf. Wie viel Dampf sein Auto hat. Eieiei. Das war knapp. Auch nicht schlecht, dass so die Führenden jetzt vorbeifahren. Die halten uns ein bisschen Luft zwischen unsere Kontrahenten und zwischen meinem Auto. Nachdem wir KI fahren, dürfen wir ruhig ein bisschen egoistisch zur Sache gehen. Jetzt wären wir auf Platz 35. Ich glaube nicht, dass das lang anhalten wird. Nein, es ist schon wieder 36. Also die Doppel-Null links von uns. Ich glaube, den hatten wir schon mal als Kontrahenten in einem vorherigen Rennen. Das war wieder sehr schlecht. Also mit dem battlen wir uns momentan. Da wurden wir leicht geschoben. Also mit der Doppel-Null battlen wir uns momentan. Hinten der Reifen hat jetzt noch 85%. Also es ist gar nicht so strapaziös wie gedacht, also da sind die Hochgeschwindigkeitsstrecken eher intensiver für die Reifen. Eieiei. Kessel, okay, also der Kessel ist unser Kontrahent Nummer 1. Kleiner Bump and Run. Ich glaube, diesmal funktioniert es aber. Na, es funktioniert nicht. Okay, oh, jetzt hat er bremsen müssen, weil da die Nummer 48 sich vorbei geschlichen hat. Ein führendes Auto. Und jetzt ist er ein bisschen ins Hintertreffen geraten, unser Kessel. Und wir haben dadurch jetzt die eine Position gut machen können. Und wenn es so weitergeht, glaube ich nicht, dass der so weit noch aufholen wird. Das sind lauter führende beziehungsweise Autos, die uns überrunden. Vielleicht können wir die Position behalten, würde mich freuen. Es waren zwar nur 5 Positionen, beziehungsweise 4. Aber wir sind ja noch am Anfang unserer Rennkarriere. Noch 2 Runden noch. Oh, da kommen wir weit raus. Es war wieder ziemlich eng. Ich sehe den Kessel im Rückspiegel, aber er ist, glaube ich, zu weit weg, wenn wir keinen Blödsinn machen. 65% haben wir hinten rechts noch, also das Auto wird jetzt ein bisschen slippery. Oh, die Nummer 42 macht auch ein paar wilde Manöver. Eine Runde noch, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den Kessel verbogen. Eieiei, das war jetzt fast unabsichtlich. Also Außenansicht könnte ich mit dem Lenkrad nicht fahren, das wäre nichts für mich. Das ist cool zu sehen, Max Steel. Cockpit gefällt mir schon eher, aber da gefällt mir die Außenansicht von hier, die Motorhaube-Ding, einfach mehr. Okay, Platz 35. Speed Rating sicher schlecht, ja, 85. Soweit, so gut. Ich hoffe mal, im nächsten Rennen schaut es ein bisschen besser aus. Eine Runde sind wir hinten. Ich glaube, in den Short Tracks bekommst du nicht so viel. Jetzt sind wir sogar schlechter geworden im Gesamtklassement. Naja, ich hoffe mal, das nächste Mal läuft es ein bisschen runter für uns. So, und nochmal in der Zusammenfassung. Hat das Auto überlebt diesmal? Natürlich nicht. Hat es tatsächlich noch nie bei mir. Na gut. Okay, Verträge haben wir tatsächlich jetzt schon erfüllt. Also in 2 Rennen statt 4. So. Und das war's. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen an Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Und bis dorthin wünsche ich euch was. Grüß euch.